Es ist natürlich genau das, was man erwartet hat. Ein Gänsehautgefühl, man kommt da rein. Es ist überragende Stimmung, die Leute haben Bock auf Handball, wir haben Bock auf Handball. Und ich habe drüben schon gesagt, ich freue mich, wenn das erstmal zu den Spitz-auf-Knopf-Spielen kommt, wenn uns die Zuschauer dann in entscheidenden Situationen nach vorne peitschen. Es war ein richtig geiles Gefühl und hat auch, glaube ich, ganz gut gepasst, dass es jetzt der vermeintlich schwächste Gegner in der Gruppe war zum Auftakt. Denn man hat schon gemerkt, dass auch die eine oder andere Nervosität noch drin war in unserem Spiel. Schon beim Warm-up hat man gemerkt, okay, schon was Besonderes, es kribbelt auch ganz schön. Und ja, ich glaube, wenn jetzt die wichtigeren Spiele kommen, dann werden die, glaube ich, noch mehr kochen. Man spielt gegen Korea, die, ohne despektierlich klingen zu wollen, natürlich nicht der beste Gegner in unserer Gruppe sind. Und das war sicherlich ein bisschen seltsam, aber ich glaube, es war schön, dass wir jetzt dieses Spiel gespielt haben, dass wir die 2 Punkte haben, dass wir jetzt im Turnier angekommen sind und dass wir uns dann jetzt aufs nächste Spiel vorbereiten können. Man normalerweise spielst du gegen Leute, die 100 Kilo plus haben. Und jetzt auf einmal kommen da 80 Kilo Speedy Gonzalez an. Also sie haben beim Warmmachen schon Finn angeguckt und dann haben wir vielleicht mit einem Funkturm oder ähnliches verwechselt. Ja.